Fehlen noch ein oder zwei? Fehlen bestimmt zwei noch. Wo ist denn hier noch einer? Jetzt will ich die einfach nur finden wegen den geilen Sprüchen. Da oben kann ja keiner sein, weil man da irgendwann nicht mehr hinkommt. Moment mal, was ist denn hier? Vielleicht. Also ich würde mich unter dem Bett verstecken, aber. Tot nicht. Auf dem Dach, ne, hoffe nicht. Weil da komme ich nicht mehr hin. Ich habe alles kaputt, das Spiel vorbei. So, ich in der Uhr, komm raus da, Mann! Die haben wir ja auch alle gefunden. Hier war einer hinter. Oh oh. Ich frage ihn mal. Softlocked. Perfekt. Dank deiner Hilfe sind jetzt alle Toads versammelt. Okay, Gun. Aber das ist eben unser Mario. Ein echter Profi, wenn es um Toads und Rettung geht. Und jetzt auf geht's. Alle Mann bereit, den Dorfplatz zu entrollen, Mann. Los, ja. Los. Ja, super geil! Hilfe! Ja! Ach, schön. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft, ey. Danke, Mario. Das Spiel ist schon echt hübsch, oder? Es ist sehr, sehr hübsch für ein 3DS-Spiel. Schön Farben und alles. Der Dorfplatz sieht wieder so aus, wie er soll. Jetzt können wir auch wieder aus der Stadt heraus. Geil, ich wette es, du musst erstmal Prinzessin Peach retten, oder? Dann viel Erfolg, Mario. Wir chillen jetzt hier. Ja, aber. Fortschritt abgesaved. Ja, aber was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt mit. Wir haben es geschafft! Jetzt können wir die Stadt verlassen. Endlich können wir uns auf die Suche nach den Royal-Stickern machen. Ach, eins hätte ich ja fast vergessen. Wenn du mit mir reden willst, drücke einfach L. Wie Loser. Wenn du nicht weiterkommst, dich verirrst oder einfach nur einsam fühlst. Ich hab ja den Chat hier, alles gut. Da kann ich dir vielleicht dann einen oder anderen Tipps geben. Leute, was ist denn. Was ist denn jetzt mit. Hilfe? Nein, ich höre wohl schon Stimmen. Alles nur in meinem Kopf. Da muss ich die Ruhe bewahren, so einfach ist das. Das ist einfach jetzt tot. Das ist einfach tot. Wow, wow, wow! Weißt du, was ein fantastisches Souvenir an deinem Aufenthalt in Stickhofen, Stickershofen wäre? Ein Sticker! Okay, Bowser hat diesen Ort ziemlich verwüstet, deshalb haben wir ja gerade keine große Auswahl, aber es ist geplant, das Sortiment zu erweitern. Zumindest solltest du dich ein wenig im Laden umsehen. Du wirst es nicht bereuen. Ist RIP. Ja, der Typ ist jetzt RIP. Hilfe, Hilfe! Ein paar Toads sind unterwegs und in den warmen Kuschelfeldern, um Sticker zu sammeln. Ich bin sicher, du weißt es ja schon. Jetzt ist die Jahreszeit, um in der freien Natur frische Sticker zu sammeln. Weil die einfach da erscheinen, oder wie? Okay, und hier können wir uns heilen. Wir sind ja eh voll. Hier kann man absaven. So. Na, Kleiner. Bowser hat auf dem Festgelände echt ganz schön randaliert. Man möchte gar nicht hinsehen. Du siehst allerdings so aus, als könntest du einen Schock gut verkraften. Wenn du also zum Festgelände willst, gehst du einfach immer nur dort entlang, ne? Kann ich dir irgendwie hier helfen? Hallo? Das ist einfach. So, guck mir noch mal ein bisschen um, bevor wir abhauen. Geht nicht auf. Scheint abgeschlossen zu sein. Okay. Denn nicht? Kumina Kokiri, dankeschön für deinen Misaf, dankeschön. Boah, ist ja echt mau, ne? Willkommen im Stickerladen. Tschüss. Danke für deinen Besuch. Das sind also die aktuellen Preise auf dem Stickermarkt. Ich frag mich ja, was ich wohl bringen würde. Ich habe viel zu viel Glitzer und billig verkauft zu werden. Ja, die ist richtig der wertvolle Sticker, ey. Wenn sie den erstmal graden lässt, ey. Ey, den Sticker graden, alles ist cool. So, wo geht's? Wo ging es denn noch hier lang? Erstmal Ruhe.
Hier ist erstmal noch nichts. Das Spiel auch für geile Mucke hat, oder? Na gut, dann verlassen wir mal die Stadt. Hier ist erstmal wieder alles fröhliches Treiben. Vielleicht, wir behalten ihn mal im Hinterkopf. Ich habe keine Ahnung. Sag mal, du musst doch hier irgendwas merken. Hm? Können nur stimmen. Stehen geblieben, Mann! Hey, wo willst du denn hin, Mario? Wieso spielst du nicht etwas mit uns? Sag mal, was fällt euch eigentlich ein, ihr undankbaren kleinen Butterbrotpapiere? Seht ihr nicht, dass ihr uns im Weg steht? Aber egal, jetzt können wir die Kraft der Sticker einsetzen, um euch zu schreddern. Seid ihr bereit, durch den Reißwolf gejagt zu werden? Ist ein bisschen brutal, oder? Okay, sie gehören dir ganz allein, Mario. Ich bin viel zu damenhaft für so eine Schlägerei. Mich zu schützen gehört zu deinen Aufgaben. Icke? Du denkst, also, du wärst zu leicht, wir werden leicht zu schlagen? Und du willst uns schreddern? Na, das wollen wir mal sehen. Attacke! Wir sind eben nicht die gleichen Gumbas, die du sonst immer herumstößt, Kumpel. Ach was, wir sind Bowsers Elite-Gumbas! Nanu, das hätte ich nicht erwartet. Sie sahen aus wie normale Fußgumbas, aber ich spüre die Kraft von Stickern. Egal, wir haben auch die Kraft der Sticker. Mario, zeig ihnen deine Sticker. Ich habe richtig wertvolle. Das ist alles, was du hast? Das könnte knapp werden. Hier, nimm ein paar von meinen. Ausnahmsweise als kleine Hilfestellung. Oh! Mario hat Sticker von Kersti erhalten. Was ist das denn da jetzt? Also gut, schau zunächst mal hierher. Wähle den Sticker aus, den du einsetzen willst und klebe ihn einfach hier drauf. Auf den unsichtbaren, schwebenden Block über dir, hä? Videospiellogik. Berühre auf dem Touchscreen den Sticker, wenn du den verwenden willst, oder bewege den Cursor und bestätige dann mit A. Und jetzt lass den Stickerkampf beginnen, Mann, ja! Okay, Leute, swoop. Erstmal Klassiker, Ruffjumpen! Oh, Instant-Kill. Sehr gut, mach so weiter. Geblockt. Geblockt. So. Dadurch ist jetzt die Bildschirmaufteilung ein bisschen komisch, ne? Er zeigt immer nach unten die Hand, weil sie nach oben rechts eigentlich zeigen müsste zu den Stickern. Aber ihr könnt ja denken, immer wenn die Hand nach unten zeigt, heißt das für euch, ihr sollt liken und kommentieren. Also, wow, wow. Aua, ey. Nach unten wieder liken, bitte. Okay, danke. Ich hab verkackt, Leute. Ich hab verkackt. Instant Kill. Ey, er hat uns geschreddert, ey. Wir sind tatsächlich so lausig wie Butterbrotpapier. Das war der erste Fight. Pah, das war definitiv irgendwas nicht in Ordnung mit diesen Gumbas. Ich wette, ihr Verhalten hat mit den verlorenen Royal-Stickern zu tun. Und wenn wir über alle Gumbas wie diese hier treffen, sollten wir uns vielleicht noch ein paar Sticker aus dem Laden holen, um vorbereitet zu sein. Aber das überlasse ich natürlich dir. Lass uns erstmal hier losziehen, um die Royal-Sticker zu finden. Weil das werden wir nicht brauchen. Wir kriegen so viele Sticker. Später vielleicht, klar. Und bei dem Spiel sollte man sich auch ein bisschen bei den Bossen vorbereiten. Zur Weltkarte, yo. Abgesaved, sehr schön, immer automatisch. Boah, lege eine Pause ein, wenn du beginnst, dich müde zu fühlen. Ach, das war ja diese Zeit im Gaming, wisst ihr noch? Ja, Leute, es gab mal eine Zeit, war wirklich so 2012 rum. Eieiei, da haben wirklich Spiele angefangen, dich darauf hinzuweisen, du zockst schon richtig lange. Mach mal eine Pause. Diese Zeit haben wir zum Glück überwunden. Naja, das ist schön Zeitzeuge hier, ne? Cringe. Robin. So, wir können uns tatsächlich aussuchen, wo wir hinwollen. Anscheinend. War das wirklich so? Guck mal. Die ersten Felder so, aber die ersten drei Welten? Wir waren natürlich bei Welt 1-1, die warmen Kuschelfelder. Daumen hoch. Na boah, ey, ist das hier geil, Mann. Ich liebe die warmen Kuschelfelder, wo die Sonne immer scheint. Das ist auch überhaupt nicht untypisch. Oh, Blitzersticker. Ich muss echt werden, das Spiel ist so hübsch. Das Spiel ist richtig hübsch. Gut. Erster Angriff. Da sind wir mal ein bisschen die kaputten Dinger. Die Trash-Sticker.
abgeblockt. Reicht doch, oder so? Ich muss aber mit dem Hammer das Timing wieder rauskriegen. War auch ein bisschen komisch. Mist. Ey, ich block doch immer! Voll fies, ey, das ist doch fies. So. Danke. Huchhammer. Hier gammeln in letzter Zeit ziemlich viele Gumbas rum. Wenn du welche triffst, lass sie Bekanntschaft mit deinem Schuh absetzen machen. Sticker nicht vergessen, Alter. Oh je. Ihr seht so viele Sticker. Egal bei welcher Attacke, das Timing ist immer wichtig. Drücke A genau im richtigen Moment. Auf Schildern stehen kluge Sachen. Das ist ein altes Toad-Sprichwort. Und hinter Bowser-Stickern? Liegt Cash. Das, auch ein altes Sprichwort. Komm her! Gut. Ich muss das Timing wieder hinkriegen. Ich muss mich daran erinnern. Uff! Au je! Leute, Geld wird hier noch sehr wichtig. Aber wir kriegen hier auch viel Geld, immer auch nach jedem Kampf und so was. Später noch richtig viel. Aber ja, wird halt auch noch wichtig, Mann. So, oh yeah. Aber Leute, auch dieses Spiel, also so, die fing ja dann so ein bisschen damit an, ne? In diesem Spiel kriegen wir auch keine Erfahrungspunkte. Und deswegen irgendwann werden wir halt einfach versuchen, die Kämpfe auch zu umgehen. Weil, ne, außer ich brauche vielleicht wirklich mal Geld oder so, aber... Naja, aber einfach, ich kann ein bisschen battlen noch am Anfang, Leute. Warum denn nicht, Mann? Oh je. Boah! Alter, war das krass. Die Schockwelle hat einfach Double Kill. Das ist so einfach nice. Das hat mich so gestört, dass es keine EP gibt. Ja, Fireblast waren viele, fand das halt so untypisch. Ist es ja auch, aber. Oh, Hilfe! Au! Oh, das ist der da! Au, 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 auchi! Kriegen wir wieder glatt gebügelt. Hey Mario! Mario, komm schon, steh auf! Das ist nicht der Ort, um K.O. zu gehen! Du, diese verrückte kleine Monster ist hinter mir her! Ich habe mal keine Zeit zu quatschen! Viel Spaß damit! Was, kleines Monster? Der hatte es ja ziemlich eilig. Ich frag mich, was da wohl los war. Ich weiß nicht, wieso auch nicht, die Toads sind immer verrückt. Alter, was ist das denn für ein geiles Ding? Alter, Schere-Sticker. Boah, was ist denn das? Sieht aus wie ein unglaublich seltener Sticker. Ich weiß eigentlich alles, was es über Sticker zu wissen gibt, aber diesen hier sehe ich zum ersten Mal. Armer Sticker, hier so allein gelassen zu werden. Gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Das war das einzig Richtige, glaub mir. Der gehört uns doch gar nicht. Hier geblieben, bleib sofort stehen! Au, oh, it's him. Bowser Junior! Und der hat Text bekommen, im Gegensatz zu seinem Vater. Da bist du, du bist doch Mario! Das ist ja nicht ein Zufall. Was machst du denn hier, du Arsch? Warte mal, dieser Geruch, dieser unverwechselbare Duft. Hast du etwa einen seltenen Sticker? Wie kann man riechen? Oh, ich weiß auch noch, wie Sticker mal gerochen haben früher. Ich schweife ab. Falls du es noch nicht weißt, alle seltenen Sticker gehören mir. Gib alles sofort her, was du da hast, Mann! Oh, oh. Ah, wenn das so ist, muss ich mir die seltenen Sticker wohl einfach selber holen. Nur ne, zur Not auch mit Gewalt. Schönen Dank schon mal. Und Leute, wir probieren einfach mal diesen unglaublich seltenen Sticker einfach mal aus. Bowser Junior. So. Ich glaube, warte, kann ich mal auf Details gehen? Schnipp, schnapp. Super. Mehr muss man nicht wissen, Leute. Nur schnipp, schnapp einfach. Okay. Also ich glaube, der hat aber auch ein besonderes Timing. Ich probiere einfach mal. Leute, jetzt wird's geil. Jetzt wird's cool. Weil das ist wirklich ein sehr besonderer Sticker.
Oh! Perfekt. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm schon, der Sticker ist viel zu stark. Du schummelst doch. Also ich glaube, man kann da auch ein Timing haben. Dann steht da auch so weit wie vorhin gut und super. Da kriegt man noch mehr Damage raus, aber muss ich erst wieder reinkommen. Du schummelst doch, Mann. Ja, und? Also gut, ich hab's verstanden. Wenn du das Spiel so spielen willst, dann habe ich noch ein letztes Ass im Ärmel. Er muss kotzen. Ist das einer dieser Fourth Wall Breaks oder? Ich bin noch nicht am Ende, Mann! Absturz. Da kommst du nie hoch, um dir das Teil zu holen. Und jetzt heul schön den Rest des Tages. Auf Wiedersehen, du blöder Schubler! Klasse. Wer in aller Welt war das denn? Licht der Rede wert, Kersti. Im Ernst, der war doch nicht ganz dicht. Dass er allerdings über solche Kräfte verfügt, da sage ich nur, wow, krank. Jedenfalls haben wir jetzt ein Problem. Wir müssen irgendwas wegen dieser Brücke unternehmen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Versuchen wir einfach einen Weg aus dieser Klemme zu finden. Ich dachte, mir wird gesagt, wie? Oh, Leute. Richtig miese Krise jetzt. Ich will da hoch, Mann. Er ist doch Mario, warum kann ich nicht hochspringen? Ey, guten Abend, alle, die einschalten. Hallo. Hier gibt es erstmal kein Weiterkommen. Was können wir nur tun? Natürlich wissen wir das schon. Wir müssen einfach mal zu den Toads. Die netten Toads. Die sind ganz außer sich. Leute, was ist denn los? Unglaublich, wie viele Koopas sich hier rumtreiben. Da muss man ja aufpassen, dass man nicht aus Versehen auf einen drauf hüpft. Kleiner was? Ach, der Gefaltete. Oh, Mario, wenn du hier bist, heißt das sicherlich, dass du Bowser Jr. geplättet hast. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Kerl ausrechnet dann auftaucht, wenn ich einen unheimlich seltenen Sticker finde. Wie, die Brücke ist komplett im Arsch? Das ist gar nicht gut. Wir müssen die Brücke unbedingt reparieren. Ich meine, wir sind zwar nur ein Haufen flacher Toads, aber irgendwas müssen wir doch tun können. Los, Leute, auf zur Brücke! Boah. Ein Todstapel hat sich dir angeschlossen. Leute, motiviert sind diese kleinen Säcke ja immer, ne? Sorry, musste sein. Selbst Toast disrespecten Goombas. Ja, der Goombas sind ja auch wirklich das unterste Fußvolk, oder? So, kleine Goombas, Toads. Ah, wir haben schon gecheckt. Das da oben ist das Teil, das wir brauchen, ja? Hör zu, Jungs. Es wird ernst. Denkt daran, tief durchatmen und dann eins werden mit dem Team. Und alle zusammen. Denen. Absoluter Brüller. Geschafft. Bitteschön, Mario. Okay, sorry, sorry. Aber mein Rücken. Sorry, sorry. Ja. Holzbrücke erhalten. In der Kategorie Schnipsel? Hat doch prima geklappt. Toll, dass wir helfen konnten. Als Stapel sind wir eben nicht aufzuhalten. Also, man sieht sich. Wow. Ich glaube, man kann nicht mal ins Wasser fallen in dem Spiel. Zu viele Animationen wären nötig gewesen. Weißt du, dieser vollkommen unbekannte Sticker war garantiert total selten. Da bin ich mir absolut sicher. Ich frage mich, ob je wieder so ein Sticker vom Himmel fallen wird. Denn ja, ließ er sich sicher gut verscherbeln. So, Kersti, also gut, Zeit, die Brücke wieder in ihren Normalzustand zurückzubringen. Ab sofort leihe ich dir meine Kraft, weil immer du sie brauchst, verstanden? Also dann, bist du bereit? Ihre Kraft, warte, was für eine Kraft? So, dann sollten wir es tun. Es ist Zeit zu papierisieren. Jetzt können wir auch die Fourth Wall breaken. Na, was sagst du jetzt? Da bist du erstmal platt, was? Aber es ist wahr. Die Zeit steht still. Die Welt ist flach wie ein Blatt Papier. Papierisiert halt. Und jetzt schnapp dir den Brückenschnipsel, den du eben auf dem Touchscreen aufgehoben hast. Holzbrücke.
Genauso macht man das. Und jetzt klebt den Schnipsel dahin, wo die Brücke hingehört. Platziere den Schatten des Schnipsels einfach mit dem Joystick über die Stelle, wo du ihn hinkleben willst. Und dann kleb ihn einfach auf. Mit A. Frohes Kleben! Perfekt, oder? Genauso. Gut gemacht. Und zum Schluss müssen wir noch mit dem Konturstick die Ränder glatt streichen. Fertig! Hey Finn, danke für deinen Resub. Hallo. Dankeschön. Boah, geschafft, Mann! Das war zwar echt nicht schlecht, du hast Potenzial. Vielleicht bist du ja doch noch aus dem richtigen Papier geschnitten. Und das Beste, ab sofort kannst du jederzeit selbst mit Y papierisieren. Nutze die Papierisierung, um Schnipsel wieder dort einzufügen, wo sie herausgerissen wurden. Und Sticker aufzukleben, wo es dir sinnvoll erscheint. Also nicht vergessen, Y verleiht dir die Kraft zu papierisieren. Und auch für Flachwitze oder so, ne? So, ist das geil? Und hier, Leute, guck mal, das ist auch so eine besondere Feature. Wenn wir jetzt mal hier gucken, Der Baumstamm ist komisch, ne? Aber kein unsichtbarer Block. Aber wenn wir papierisieren, finden wir hier so ein Quadrat. Und das ist eigentlich sehr, sehr nett. Weil so können wir aus allem, was wir da hinkleben, eine geboostete Version machen. Zum Beispiel, ich habe ja schon so einen schönen Glitzersprung. Und deswegen mache ich mal, weil der stärker ist, aus einem normalen Sprung nochmal einen Glitzersprung. So, ist das cool? Oh, Upgrade. So. So muss es sein, oh ja. So, jetzt erfahren wir noch gleich, was das mit dieser Schere da auf sich hatte. Aber erstmal kloppen. Bisschen kloppen, oh yeah. Ich klopp ihn einfach, weil ich, oh yeah. So, dann mache ich hier schön beide auf einmal erwischen. Toll. So, der zeigt mal den Hüpfsticker, der funktioniert auch ein bisschen fies. Da muss man viel schneller A drücken. Richtig viel Schaden, ey. Sehr geil.